Diese Herbstsaison geht definitiv in die schwarz-weiße Clubgeschichte ein. Herzlich willkommen bei Dein Verein SK Puntigammer Sturm Graz. Heute an meiner Seite Manuel Ortlechner im Sturm-Outfit. Ja, ich ziehe auch, so wie ich mich angezogen habe, den Hut vor der Leistung, was die Blackies da heuer abgeliefert haben. Weihnachtsfeier gibt es natürlich heuer auch in Graz keine, aber jeder aus der Sturmfamilie wird wohl für sich viel Grund zum Feiern haben. Ja, außer der Jakob Janscher, der hat schon gesagt, am liebsten hätte er weitergespielt. Das ist auch ganz interessant, weil man sich so in einem laufenden Flow befindet, dass es einfach auch richtig Spaß macht, dass man im Spielfeld steht, was man natürlich auch verstehen kann, wenn man permanent punktet und auch so gute Leistungen abliefert. Aber trotzdem wird es ihm dann auch gut tun, einmal auch zu reflektieren, was hat man geleistet, und ich glaube in seinem Obstgarten kann er ein bisschen arbeiten. Er hat auch Platz und Auslauf dafür, aber trotzdem Zeit zum Reflektieren und dann wieder angreifen. 5 Siege in Serie stehen zu Buche, wirklich beeindruckend, und man traut sich sehr fast nicht sagen, aber Sturm hat ein Spiel weniger und wäre derzeit nach Verlustpunkten sogar richtig Erster. Also würde man es bereinigen, wären sie eigentlich ganz vorne, und das ist eigentlich das Unfassbare für mich auch. Und sie haben ja die Chance natürlich bei diesem Nachholspiel am 17. Jänner dann, bevor es dann eigentlich regulär wieder weitergeht, wirklich ganz oben zu stehen. Gar nicht auszudenken, was dann los wäre natürlich in Graz. Unfassbar schade aber auch, dass da keine Zuschauer daran im Stadion teilhaben dürfen. Drum die große Hoffnung, denke ich, auch fürs Frühjahr, dass wieder viele, viele Zuschauer rein dürfen. Zum Genießen für alle Sturmfans die 3 Tore vom vergangenen Samstag natürlich noch einmal gegen den SKN St. Pölten. Der angesprochene Jakob Janscher hat die Grazer in der ersten Hälfte mit diesem tollen Treffer in Führung gebracht. In der zweiten Hälfte dann noch Tore von Kevin Friesenbichler und von Bekim Balle. Es läuft einfach wie am Schnürchen. Man vergisst nämlich oft, St. Pölten war gar nicht so schlecht. Die hatten Chancen bei einem Rückstand von 0:1. Richtig. Auch zu Beginn des Spiels, denke ich, haben es gut reingestartet und hatten auch dort die eine oder andere Möglichkeit. Dann aber hat Sturm Graz mehr kontrollieren können, das Spiel. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo die St. Pölten am Drücker waren. Also so ist jetzt auch nicht. Das Ergebnis drückt ein bisschen. Aber ich sage, da kommt noch ein bisschen das Glück des Tüchtigen momentan zurück. Und sie stehen grundsätzlich sehr gefestigt. Ein sehr, sehr guter Jörg Siebenhandel, der spielt eine tolle Saison auch, wie ich finde, ein sicherer Rückhalt. Die Defensive ist aber so das Prunkstück. Also man hat, glaube ich, nur 5 Gegentreffer hinnehmen müssen. Das ist ja auch der Liga-Bestwert. Und dann ist man auch so weit oben. Wir haben auch einen Jörg zu bieten, den Jörg Kühne. Und der hat nach dem Spiel eigentlich in lauter lächelnde Gesichter geschaut. Natürlich hätte sie das nach dem letzten Jahr oder nach der letzten Saison keiner erwartet. Aber ja, wir haben daran geglaubt. Wir sind eine richtig geile Truppen. Alle gemeinsam, die Mannschaft, die Verantwortlichen, die Trainer, die Betreuer. Wir haben uns das erarbeitet, und jetzt sieht man, dass auch das nötige Spielglück, was man in jedem Spiel braucht, zurückkommt. Und ja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Wenn man umschaut, da steht die ganze Mannschaft. Wir sind einfach ganz eng zusammen. Das passt einfach richtig gut, auch mit dem Trainerteam. Das passt perfekt zusammen. Und ja, wenn man dann ein paar Spiele hintereinander gewinnt, dann kriegt das einfach eine super Dynamik. Das bringt mich jetzt natürlich auch dazu, über die Frühjahrssaison zu reden. Wo waren da die Unterschiede? Ja. Ich glaube, da gibt es so viele, dass wir nicht viel drüber reden brauchen. Vergessen wir das einfach. Schade, dass jetzt die Weihnachtstage kommen. Ich glaube, wenn wir so weiter performt hätten oder wenn wir so gut drauf sind, hätten wir in den nächsten Tagen, Wochen sicherlich auch noch sehr gut performt. Aber wir haben eine kurze Pause, gut regenerieren, und dann starten wir sehr früh wieder mit der Vorbereitung und mit der Meisterschaft. Was heißt schade, dass die Weihnachtstage kommen? Ja, sagt mir normalerweise nicht, weil es ja eine schöne Zeit ist. Aber eben bei mir gerade jetzt einen sehr guten Flow sind. Deswegen wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir weiterspielen hätten. Dann schauen Sie mal auf Jörg Siebenhandel. Unmittelbar nach dem Interview mit Jörg Kühne sprintet er über das gesamte Spielfeld, und erwarten schon alle Kollegen auf ihn, Ota Kitaschwili und Co. Nicht nur die Spieler selbst, die ganze Sturmfamilie ist da zusammengekommen. Alle Mitarbeiter, die ins Stadion dürfen. Und dann gibt's noch das Saisonabschlussfoto. Schauen Sie sich diese Bilder an, auch du, Manuel. Man sieht der Zusammenhalt, die Stimmung passen. Richtig, man sieht und spürt es auch bei diesen Bildern. Und wir haben oft auch schon an dieser Stelle natürlich Themen besprochen, wenn es um Sturm Graz ging, die waren weniger lustig, speziell in der letzten Saison. Und dann hat man eigentlich in so kurzer Zeit es geschafft, das Ruder so rumzureißen. Man hat sehr, sehr viel verändert. Man hat sehr viel riskiert, auch in der Installation von Personen. Auch ein Andi Schicker, ein nach wie vor sehr, sehr junger Sportdirektor, wenn ich so sagen darf. Aber sehr clever, sehr smart. Und man hat ihm die Chance auch gegeben, sich da jetzt auch zu tun. Und ich finde, der passt wie die Faust aufs Auge auch zu dem Verein. Ja, und dieser angesprochene Andreas Schicker, der hat auch einen großen Anteil an dieser guten Stimmung im Club.
Ich glaube auch, dass Ivi die Position übernommen hat, dass ja schon auch kritische Stimmen gegeben hat. Und dann ist es natürlich schön, wenn man ja die Ideen auch alle umsetzen hat können, ja, eine freie Hand auch vom Vorstand bekommen hat, absolutes Vertrauen. Und ja, wir haben sicher jetzt nicht die einfachsten Mittel gehabt im Sommer, aber ich denke, da haben wir wirklich das Beste daraus gemacht. Und das Entscheidende ist, wir haben es geschafft, dass wir eine richtige Einheit werden, ein richtiges Team. Und das habe ich relativ früh erkannt, wie die Ersatzbank dann auch immer schon mitgejubelt hat, mitgefiebert hat. Und ja, da sind wir richtig froh und ja, so kann es weitergehen. Andreas Schicker, vor kurzem noch Scout, vor gar nicht allzu langer Zeit noch Spieler und gar nicht so erfahren in dieser Funktion als Sportdirektor. Und trotzdem lässt ihm Präsident Christian Jauch, wie er sagt, freie Hand. Auch nicht schlecht, mutig. Ja, weil er Vertrauen in ihn hat. Da ist die Erfahrung ja dann eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube, ich kenne den Andi auch sehr gut. Er hat auch ein Gespür für Menschen. Er ist selber auch ein Typ, der sehr gesellig ist, feinfühlig ist, der weiß, wie wichtig es ist, dass auch die Mannschaft von den Typen, die Zusammenstellung gut passen muss, dass man gut kicken, das ist klar, liegt auf der Hand. Aber auch die Zusammenstellung, er hat es auch jetzt gesagt, auch wenn die Ersatzbank mitfiebert, auch die Spieler, die in dem Kader sind. Der Kader generell ist sehr, sehr jung. Das haben auch hier immer wieder schon einmal thematisiert. Da kommen viele gute Jungen auch nach. Leider fallen gerade momentan ein paar verletzungsbedingt aus. Aber trotzdem, da ist gerade sehr, sehr viel da. Und dann der Trainer passt auch super dazu, dieser steirische Weg. Das gesamte Trainerteam auch mit Uwe Hölzl. Die neue Spielidee, die de facto der Verein jetzt auch spielt, von oben nach unten, die Durchgängigkeit. Also ich muss sagen, momentan ist einfach dieses, ja, die Konstellation könnte nicht besser sein. Und die vertragen sich offenbar auch gut. Schicker, Ilzer, Hölzl. Ja, und das ist ja auch wichtig, dass die zusammenpfeifen, weil wenn ich an Christian Ilzer denke, der hat es wirklich sehr, sehr schwer gehabt bei der Austria. Ich glaube auch vom Gefühl her auch, dass es da nicht immer so war, dass sich da jeder zu 100% supportet hat. Und jetzt hat er diesen Support und dementsprechend kann er sich auch anders entfalten. Und die Mannschaft zieht voll mit, versucht auch seine Ideen umzusetzen. Andreas Schicker wird in der Winterpause einiges zu tun haben. Unter anderem laufen die Verträge von Stefan Hirländer und auch vom angesprochenen Jakob Jantscher im Sommer dann aus. Und natürlich gibt es das Bestreben, diese Verträge vorzeitig zu verlängern. Werden harte Nüsse wahrscheinlich bei den Verhandlungen, die beiden. Ja, oberflächlich sieht das ja aus. Ja, das wird eh leicht passieren. Natürlich werden wir sicher auch wollen, aber natürlich durch die Zeiten und die Umstände, auch die wirtschaftlichen Umstände, ich meine, das ist ja nicht so einfach, auch wenn es um Corona geht. Sponsoren kämpfen ja auch in ihren Firmen darum, dass sie es am Leben erhalten. Wahrscheinlich kann man die Gagen so nicht mehr zahlen, aber ich glaube, dass es mittlerweile in allen Köpfen auch drinnen ist, dass es eine Zeit vor Corona gab und die kann man ausblenden. Jetzt ist die Zeit danach und da muss man sich auch als Spieler wahrscheinlich den Gegebenheiten anpassen. Aber ich denke, die können schon gehalten werden. Jakob Jantscher liegt in unserem neuen Sky Sport Player Index im Spitzenfeld, hat sensationelle Werte in dieser Saison, eigentlich konstant. Also der erlebt seinen dritten Frühling, der Bursche. Ja, der ist auch im Spätherbst seiner Karriere und spielte einen tollen Herbst. Aber bei ihm ist es auch so, dass er auf mich sehr fit wirkt. Ich glaube auch, dass er keine großen Wehwehchen nicht hat, die er damit herumschleppt. Er hat Spaß am Fußball und so ein Typus wie er, der braucht eigentlich nur Spaß am Fußball und eine gewisse Fitness. Und dann ist ja, läuft so, wie es gerade läuft bei ihm. Eine tolle Saison spielt natürlich auch Otar Kitaschwili, auch wenn er längere Zeit nicht dabei sein konnte. Auf dem Spielfeld zündet er oft ein Feuerwerk, aber privat zieht er sich gerne zurück und das noch dazu an einen wunderschönen Ort, Christoph Jochum. Der große Lesesaal der Universität Graz. Otar Kitaschwili fühlt sich hier wohl. In Georgien hat er Wirtschaft studiert, bevor sich dann doch der Fußball gegen die Bildung durchgesetzt hat. Den Uni-Abschluss haben ihm aber alle stets zugetraut. Because it's cool. In der Schule war ich wirklich gut. Ich kann behaupten, ich war der Beste in der Klasse. I can say best in the class, so. Deshalb haben mich die Lehrer dazu gedrängt, auf die Uni zu gehen. Aber die wussten ja nicht, dass ich auch ständig Fußball spiele. University, but they didn't know that I played football so much. Und das richtig gut. Kitaschwili entwickelt sich in Graz zum Topspieler. Überzeugt mit seinen Leistungen, ist glücklich. Und trotzdem ist Heimweh sein ständiger Begleiter. Ich spreche so gern über Georgien. Ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit dazu habe. Es ist ein kleines Land, es leben nicht allzu viele Leute dort, aber wir sind gute Menschen. Wir wissen, was Freundschaft bedeutet und wie wichtig es ist, einander zu lieben. Für mich wird Georgien immer das beste Land der Welt sein. Be friends, how to love each other, and I think for me, my homeland, my home country, it's always best and it will be always the best. Kitaschwili war der erste Sturmspieler, der positiv auf Corona getestet wurde. Die Diagnose, natürlich ein Schock, aber so wirklich Sorgen macht er sich eigentlich nie.
You know, I didn't afraid so much about it because ich hatte keine Angst. 3-4 Tage lang hatte ich Fieber, Kopfweh, aber dann ist es mir schnell besser gegangen. Und die Zeugwarte haben mir ein Ergometer nach Hause gebracht. Auf dem habe ich dann in der Wohnung trainiert. So, I was quite okay, and the team staff bring me bike at home, so I was training at home. Und seither läuft das extrem gut für Kitteschwili und für Sturm. Vor etwas mehr als 2 Jahren kommt er nach Graz. Noch nie ist es in dieser Zeit so gut gelaufen wie im Moment. Kitteschwili, so stark. Bis ein verlockendes Angebot aus dem Ausland kommt, ist es wohl nur eine Frage der Zeit. Of course it's a dream to be playing big club and natürlich ist es ein Traum, bei einem richtig großen Club zu spielen. Das habe ich mir immer gewünscht. Aber es ist doch so, auch mein Leben hier in Graz fühlt sich schon an wie ein Traum. Als kleiner Junge in Georgien hätte ich mir nie so etwas erwartet. Ich hatte kein Leben wie hier. I never had this kind of things what I have here and I have dreamed all the time about that. Auch ein Traum wäre ein Meistertitel mit Sturm. We can play football so well and wir spielen so gut, wir werden bestimmt das bekommen, was wir uns verdient haben. Klar brauchen wir Glück, aber alles ist möglich. Das würde ich schon sagen. Everything is possible, I would say that. Alles ist möglich. Vielleicht macht Uta Kitteschwili ja irgendwann sogar seinen Abschluss in Betriebswirtschaft. Aber vorher will er noch ganz viel erreichen. Hier in Graz mit Sturm. Zum Beispiel den Meistertitel in dieser Saison. Ist das realistisch? Alles ist möglich im Fußball. Aber er ist ein hochveranlagter Fußballer und definitiv, der auch sein Potenzial abruft. Und ein sympathischer Kerl, genauso sympathisch wie der Manuel Ortlechner. Herzlichen Dank für deine Einschätzungen heute. Liebe Zuschauer, das war die letzte Folge von Dein Verein SK Puntigammer Sturm Graz in diesem Jahr. Alles Gute, bis nächstes Jahr.